Wir haben einmal wirklich, es gibt ja diese uralte Form des Plattelns. Gell? Und es gibt ja dieses große Missverständnis, dass die Leute alle meinen, ein Schuhplatteln ist die Urform des Platteln. Das stimmt überhaupt nicht. Weil es gibt ein Platteln, das ist uralt, das ist aus der Zeit, da hat es gar keine Schuhe gegeben. Es ist der Furzplattler. Der Furzplattler, also früher, wo es noch keine Schuhe gegeben haben, die Leute Furzplattler gespielt. Und lange Jahre, das war ja verschüttete Kunst, der Martin hat das wieder praktisch ausgraben, kann man sagen. Und viele Jahre waren wir der Ansicht, der Martin Kälberer und ich, dass der Martin der einzige lebende Musiker überhaupt ist, der diese uralte bayerische Volkskunst des Furzplattelns beherrscht. Nein, aber jetzt pass auf, es ist nämlich so, der Hans Meilhammer ist auch des Furzplattelns mächtig. Und wenn wir schon die einzigen zwei Menschen haben, die das kennen, dann sollten wir das durchspulen. Hans, wenn du mal zum Martin hintergehst. Claudia. Aber kleine Vereinbarung, jeder nur sich selbst. Gell? Das ist in dem Fall jetzt ein Stück von uns, von Martin und von mir, und das Stück heißt Daum. Himalaya, auch noch die Yeti-Eier, ist da mein